Wir können ihn einen hinterholen. Dann würde Captain Diabetes zumindest sich mal abkriegen. Also hier rüber kann ich nicht. Okay, dann will ich lieber, dass er blutet. Ah, dann kann er vielleicht nur noch einem angreifen. Ja, ja. Fängst du jetzt an zu heulen, Zwerg? Nee, nee, nee. Aber du wirst gleich heulen. Scheiße gelaufen, Neuer. Alles gut, alles gut. So, was können wir mit ihm machen? Er kann ihn ausschalten. Mit Rückstoß verhindern wir sogar die Pissbombe. Yeah. So, Ultimativkraft ist auch bereit. Was sag ich mit Humankind? Wir hatten doch immer Humankind im Team, oder? Hört mir gerade so reden. Oh, das haut ihn komplett weg. Und machen wir das mal, haben wir den Klau auch noch nicht gesehen. Oh. Ja, wir wissen, dass du total schwul bist. Ja. Los geht's, Furzlaut. So. Und tschüss. Schnauze voll. Der uns hier im Weg steht. Zittert vor Goon and Friends. Ach, lebt noch einer? Oh. Ah, na gut, den hauen wir jetzt nach und nach weg. Na, ah, schade, eigentlich getroffen. Ich bin jetzt dran. Das ist dein letzter Zug, mein Freund. Wähle ihn gut. Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Schau, die wahre Kraft des Diabetes. So. Nimm das. Und ja. Scheiße, ich bin so langsam, total überfressen. Okay, ich bin dran. Super Quake. Immer hau drauf, schade. Aha, geiler Bitch-Sip, Alter. So, wir haben natürlich. Man müsste ihn doch eigentlich treffen, oder? Nee. Nein, wir können ihn echt nicht treffen. Nein, da kommen wir nicht. Na gut, dann bleiben wir mal hier stehen. Ach cool, das sehen wir mal dran. Ah, ja, ja, genau. Dann müsste das ja eigentlich fast erledigt sein. Ja, das solltest du abbinden. Na komm, hau doch mal zu und dann bist du Geschichte, mein Freund. Das ist aber so eine geile Sache. Ich schieb dir die Faust so tief in den Arsch, dass ich dir die Zähne putzen kann. Ich hätte es auch ohne euch geschafft, aber danke fürs Zuschauen. Ja, ja, cool, ne, na, cool. Unglaublich. So, Sack mit Hundescheiße. Warum haben die immer Hundescheiße dabei? So, jetzt können wir Humankind nochmal zur Hilfe rufen. Was Kotze verschmiert ist ja wert, Alter. So, er ist schon erst noch da. Bleibt das für immer? Scheiße, als ich das letzte Mal so high war, hatte ich Sex mit einem großen schwarzen Strandtuch. Geht. Oh. Das geht aus, dachgereifter Käse. So wie ich dir gezeigt habe. Also, jetzt sollen wir hier was craften. Ist unser Haus von hier? Es geht da, was du geht? Du hast mich gefunden. Ja. Du hast mich gefunden. Was ein Foto? Das ist ein Selfie wert. Ja. Simon! Hallo, das kann ich skippen. Cool! Das sieht wie mein Dach aus, Kinder. Haben auf meinem Dach nichts zu suchen. Entschuldigung, Skeeter. Aber, ich will hier oben. Ich brauche ein Outfit mit langen Ärmeln. Und Party! Oh, da geht was kaputt. Wir sind echt weit oben.
kann hier nichts machen, oder? Mir fehlt mir wieder irgendwas. Ah, Übereinstimmung. Aber es geht noch nicht. Scheiße. Okay. Ja, auf jeden Fall den Dachkäse und der können wir wieder ich nach unten. Unser Haus von hier. Ja. Du hast mich gefunden. Ich will wieder runter. Furzkorb bitte. Bereit? Da. Dann mal los. Ja. Hä? Wo ist denn der grüne Bereich? Startbereit! Ne Kacke! Hey, jetzt ist das schon wieder so. Hier gibt's keinen grünen Balken. Ja, oder ich drück einfach die falsche Taste die ganze Zeit. Aber das ist nie passiert. So, wo kommen wir denn hier hin? In dem Wald. Ich sehe gerade. Könnt ihr die Maus sehen? Könnt ihr sie sehen? Hier hinten ist das Labor. Wie geil. Boah, da müssen wir unbedingt hin später. Also ich nehme an, wir kommen so oder so dort vorbei. Selfie? Ey, mach ein Selfie mit mir. Euler, Selfie. Was? Okay, können wir rein? Vitos Bar? Deine alte Kneipe hat mir besser gefallen. Hallo. Vielen Dank für deinen Einsatz. Ja, immer. Wir müssen danach craften. Hm. Ah, Dankeschön. Ey, dass du als Superman noch nicht so deprimierend war? Oh ja, ich erinnere. Oh, nicht vorbei, ich erinnere. Erinnerst du den Batman-Anzug mit Nippeln? Ich erinnere. Würde ich aber lieber vergessen. Seit sie die Mauer vor der kanadischen Grenze gebaut haben, gibt's praktisch kein Verbrechen mehr. Hey, du bist berühmt. Ja, nee, Selfie? Ich versuche gerade Bräute klar zu machen. Ach. Du lässt dich nicht schikanieren, kleiner Superheld, oder? Zumindest nicht allzu viel. Nö, geht schon. Flasche mit Tupac Shakur, freundliches Nehmen. Was? Alter. Hey, du bist doch das Superstinktier aus den Nachrichten. Nein. Bin ich nicht. Da bestimmt was für mich. Nein, gibt's nicht. Geht aber vorbei jetzt. Boah, die Mucke ist echt übel. Wir können ein Foto mit Skeeter machen, aber ich glaube, der will bestimmt noch nicht. Als Justizler haben wir was, an das wir glauben können. Ja. Meine neuen Produkte, sieh und staune. Flasche mit Orgasmuskraft. Artefakte, die haben alle dasselbe irgendwie. Flasche, da baumelt nichts mehr. Ja. Die Gangster haben was vegan im Ziegenkäse gefüllte Paprika. Okay, jetzt hau ab. So, dann gehen wir mal ins Crafting-Menü. Missionsgegenstände. Was? Ach ja. Käse Schrimparito. Okay. Ja. Hergestellt. Der Käse sieht übrigens nicht mehr so lecker aus. So, was können wir denn noch? Macaroni-Bild. Wiederbelebt eine Gefahr wieder und stellt bei ihm Gesundheit wieder her. Burrito. Ein kleiner Gesundheit wieder her. Können wir denn was Stärkeres als das craften? Aber dann haben wir ja noch zwei. Können wir vorsichtshalber noch ein Macaroni-Bild machen? Hergestellt, Errungenschaft war ich denn Passer der Propheten. Cool. Hey, ist das nicht? Nein. Doch, ich bin's. Komm am MFC-Sicherheitssystem vorbei. Achso, ja. Freeman hat uns hergeschickt. Achso, nee, ja, steht er dann da oben. Das nützt uns ja nichts. Jimbo ist ganz. Ist er denn zu Hause, der liebe Jimbo? Nein, aber hier können wir was hinhängen. Please unload your gun and remove your sky mask. Thank you. Armors aren't cheap. Don't expect warning shoe. Na, hi. Hau auf die Kacke, Wunderarsch. Ich hab deinen Namen vergessen. Oh Mann, es ist Wunderarsch. Ja, ich bin's. Ich weiß gleich, wie du heißt.
Foto. Nett, genau, stimmt. Gibt's hier was für uns? So ein paar nette Waffen. Hallo? Sollen wir drin mit Feuerwerk spielen? Ist eine gute Idee. Na gut. Ich war gestern Abend im Hippo und habe meinen Geldbeutel verloren. Wenn du ihn findest, kriegst du eine Belohnung. Ah, findet Jimmys Portemonnaie im Peppermint Hippo. Cool. Achso, können wir können jetzt bestimmt noch kein Foto machen, oder? Hä? Die Anzeige verschwindet einfach. Ich habe neue Ware reinbekommen. Schau dich um. Jimbo's Guns. Artefakte Magnum Dynamo. Ach, Big Jim, Alter. Kritischer Trefferschaden, Gesundheit, Wiederherstellung. Schallfäkalisator. Das ist alles dasselbe. Das sieht aber gut aus. Panzerhelm, Panzer, Handschuhe. Bring noch mehr Verbrecher zur Strecke, Wunderart. Ach, apropos, wir hatten doch ein paar coole Kostüme gefunden. Schau beim Kopf rein, was haben wir hier Schönes? Nee, da war halt mein Hut. Eine Kleidung hatten wir. Rescheranzug. Sturmanzug. Oh nein. 4D-Anzug. Ihr müsst doch vielleicht schon bei die Rezepte reingucken. Hände. Was himmlische Handschuhe? Hitzewelle. Escher-Armbänder? Nee. Accessoires. 4D. Die passt natürlich eigentlich ziemlich gut. Ja, setz mal die 4D-Brille auf. Passt perfekt zum Hut. Die Haare brauchen wir eh nicht verändern. Basic Make-up. Würde zum Auge passen, aber nee. Send-Make-up. Nichts Neues. Gut. Na gut, dann hauen wir wieder ab. Wir wollen. Wohin? Ich hab's schon wieder vergessen. Achso, wir müssen. Was sind wir denn? Fehler finden. Also. Peppermint Hippo. Hier kommen wir aber nicht lang. Übelsten Umweg latschen jetzt oder was? Sind eine Schnellreise? Irgendwo stehen gibt es eine. Wo kommen wir denn hin? Wo ist er denn? Achtung! Ja, gefunden. So, gibt's denn was in der Nähe, was uns was benutzt? Von behilflich sein? Ja, du kannst mir mal eine sinnvolle Schnellreise geben. Wir wollen hierher. Ja, dann gehen wir hier runter. Das ist auch die Rhinoplastie, da wollte ich nur noch mal reingucken. Danke! Gehen wir auf den Weg jetzt! Meine Güte! So. Ich habe was Neues und für dein Äußeres besteht auch immer noch Hoffnung. Was heißt hier Hoffnung? Alles. Bis zum nächsten Mal! Ist jetzt ein Foto? Putzende Selbstjustiz war höchstpersönlich. Ja. Folgender Vorschlag: Ich folge dir auf Instagram, wenn du ein Selfie mit mir machst. Wie klingt das? Ja, genau das, was ich will. Dankeschön. Schau mal, Marsch. Jetzt folgt dir ein. Finger weg von meiner Mom, du Momstalker. Was? Oh nein, scheiße, das war ein Fehler. Hier war doch irgendwas, ich erinnere mich, aber. Irgendwie. Ist ja echt nichts. Na gut, egal. Dann lass mal das.
Na gut, ich dachte, da wäre was gewesen. Wir müssen durch die Gasse, ne? Achso, kommt der ja schon. Ein Hinterhalt, sehr gut. Miau. So, ich muss es jetzt nochmal ausprobieren. Wie dauert das manchmal ein bisschen, bis da was macht? Achso. Humankind, ich benötige deine Hilfe. Bereit? Nein, ich habe gerade getrunken. Mensch. Normal bitte. Dann mal los. Wow, hier geht's. Wer denkt sowas aus? Ich weiß nicht. Entweder ist das vielleicht Bucky oder... Er macht das genau wie die anderen. Ja, wirklich. Ganz genau so. Okay, okay. Stopp, bereit. Ich glaub an dich. Und ich glaub, das scheint gar nicht zu funktionieren. Oder das ist nur extrem schwer. Okay, ich lasse es. Idiot. Post. Urlaubspostkarte. So, Freeman. Los, nur keine Hände. Oh, hallo, hallo, ja. Drücke Arm, den Käse-Shrimp-Burrito zu essen. Zeitfurz freigeschaltet. Pause. Mit Zeitfurz Pause kommst du sicher über sonst tödliche Hindernisse. Halte LT und RT gedrückt, um die Zeitfurz Steuerung anzeigen zu lassen. Ah. Hä? So. Ach so geht das. Ach so. Ja, das war jetzt dämlich. Warum muss ich den Knopf drücken? Das muss ich auch sein. Ausschalten. Das ist ja cool. Das ist gut, dass sie daran gedacht haben. Dass man ja in der Zeitschleife Leute schlagen kann. Also in der Pause. Ach, oh, cool. Hi. Sehen, willst du helfen, Classys Mitarbeit sicherzustellen? Bitte, nach dir. Hallo, wir brauchen Medizin für eine Freundin. Ja, schönen Laden. Könnte meinem Vater gefallen. Ja, hier, gibt's ja was, hallo? Ach, das ist ein Rucksack. Perlenbord, Kostüm, cool. Mitarbeiter only, da kann man nicht rein. Geldautomaten, kann man nichts machen, kann man die vielleicht sprengen? Nein, schade. Ah ja, medizinische Brownies, ja. Soll eure Freundin ein energetisierendes mentales Gefühl oder ein Ganzkörper haben? Keine Ahnung. Ich schicke euch unseren Grasexperten, der kann euch helfen. Was? Ah, Tauli, hi! Hi, werden. Oh, hi, Eric! Oh, Tauli, dachte du wärst auf Entziehungskur. War ich, und jetzt bin ich wieder im South Park. Clean und nüchtern seit einem Jahr. Clean und nüchtern, ganz ohne Drogen. Und weißt du, ich vermisse nichts! Ich glaube nicht. Cannabis, Eric, und ja, das ist super. Ich werde jetzt frei davon, dass ich Leute von ihren Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Migräne und Stress heile. Ganz natürlich. Wusstest du, dass schon die alten Chinesen ihren Kindern zum Zahnen Cannabis gaben? Ich habe eine süchtig machende Persönlichkeit, also geht's mir auch ohne gut. Und ich habe jetzt ein Kind zusammen mit der Lady. Da bleibe ich lieber auf dem rechten Weg, verstehst du? Du hast ein Kind, so. Stellt sich heraus, dass ich die ganze Zeit eins hatte, aber zu high war, um es zu merken. Jetzt habe ich einen Job und bezahle meine Miete. Und tu Gutes, indem ich den Leuten helfe. Die brauchen pflanzliche Heilmittel.
Ja, genau. Stress mit Job, Steuern und Verkehr und mit der Alten, die mir wegen der Scheißwohnung im Nacken sitzt und Mekatauli, das Klo ist kaputt und warum kannst du das nicht reparieren? Ich bin ein Handtuch und dein verdammter Klempner! Okay, wir wollen die Freundin Medizin abholen, sie ist classy. Oh, classy, classy mit einem Y, aus dem eine Klitoris hängt, die sich umdreht und wie das C leckt? Nein, nein, classy mit einem Schwanz, der am C hängt und das L aus dem ASS fickt. Oh, die classy, klar, ich habe ihre Leute. Analakuschen, ihre Rückenschmerzen und Platinum OG für. Warte, was zur? Wer hat hier Telex-Kuschen zu OG Mellow Bliss getan? Nein. Die Leute wollen doch nicht Mellow mit Chill mischen, das fuckt sie voll ab. Gott, fuck. Hey, Tauli, alles cool, reg dich ab. Nein, das ist nicht cool, verdammt, ich versuche hier ein ordentliches Geschäft zu führen und mein Rücken bringt mich um, ich kann nicht schlafen und hab keinen Appetit. Diese Scheißstadt ist so abgefuckt, dass wir unsere Ware vom scheiß Sechsklässlern kaufen müssen. Die keine Ahnung haben, wenn die Scheiße wieder reintun. Und dann kommt auch noch ein paar Menschen aus dem Laden und sagen mir, dass ich mich abregen soll. Fickt euch, krieg du dich ab. Das ist ein Handtuch. Straßpfleger, rein hier! Verpasst diesen Kids mal eine Beratung! Oh nein! Beruhige Tauli! Aber Tauli, du bist doch unser Freund! Hier ist überall Ware! Okay. Nochmal! Alter, Tauli, du Arsch! Ich mag den Job, weil ich immer wieder was lerne. Au. Alter, aua! Findest du meinen Vorrat an? Ah, okay. Aber gut, Gottes Luft, Erfrischer. Steck noch einen an. Vielleicht, wenn wir ihn zurückstoßen. Oh, cool. Belästigung am Arbeitsplatz. Übrigens, ich brenne immer noch, Leute. Euer Boss verbrennt hier. Ah, hol die rum. So. Da kann ich vielleicht... Okay, das geht auf jeden Fall nicht. Mit dem Feuerstrahl? Hey, lass es am Handtuch aus. Verbreitet eure schlechten Vibes woanders. Ich zünd dich an. Alter! Der Verkäufer ist König. Der Tauli hat unendlich Leben. Hör auf, die Ware abzufackeln. Das ist kein gutes Zeug. Wir brauchen noch mehr Rauch. Okay, das nützt uns nichts. Okay, dann bleibe ich mal hier stehen. Also ich hätte ihn vielleicht noch heilen sollen. Fuck. Weiß nicht, ob ein Blitz auch was bringt. Au, was soll denn das? Von sowas war bei der Mitarbeiterschulung nicht die Rede. Aua, hör auf! Aua! Komisch, ich sollte eigentlich gar nichts mehr spüren! Ah, okay, das war's. Ihr seid solche Arschlöcher. Könnt ihr ihn nochmal wiederholen? So. Wechseln wir so auf seinen Platz? Nee. Doch auch nicht. Ja, dann schlagen wir ihn zurück, dass wir dann seinen Platz nehmen können. Nicht schlecht, Neuer. Ah, jetzt stellt er sich wieder auf den Platz. Denk ich mal an, Alter. Willst du was Cooles sehen? Dann besorg mir Haarspray und Feuerzeug. Nein. So. Wir heilen uns. Und gucken mal, ob die Affen näher kommen. Ich brauche eine Pause. Ja. Ja, sehr gut. Das sind meine Lebensersparnisse an Gras. Ja, entschuldige. So, jetzt müssen wir irgendwie hier weg. Wir haben nichts, was uns bewegt, ne?
to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks. Super Craig.